Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt neue Leaks zum Software-Update. Und schaut mal her, hier gibt es eine Kurve, die der Autopilot im Moment wahrscheinlich nicht nehmen kann. Ich habe ihn gerade aktiviert, wir schauen, was er macht. Oh, er geht eng rein, aber er steigt hier aus und er gibt mir auch einen Strike. Also die Kurve war ihm letztlich zu eng. Ich mache gleich mal weiter, riskiere den zweiten Strike. Fährt er hier um die Kurve ohne mich? Ja, schauen wir mal die nächste Kurve an. Schafft er die auch? Ja, mit 40. Er fährt hier sehr langsam, sehr vorsichtig. Oh, Wahnsinn, er hat die Kurve gemeistert. Jetzt müsste er eigentlich auf 130 hoch beschleunigen. Ja, macht er gerade nicht. Also, zu meiner Überraschung, Freunde, konnten wir hier die Autobahnauffahrt meistern, die jetzt wirklich ziemlich eng gewesen ist. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir das hinkriegen, aber wir haben es geschafft. Allerdings, ihr habt es gesehen, ein bisschen wackelig das Ganze. Und ein bisschen so, dass man sagt, ja, könnte er schneller durchfahren, zügiger, ohne dass es gleich irgendwie flott wirkt oder so. Das war jetzt schon sehr bedacht. So, jetzt ist für das neue Update 2024.38 was geleakt worden von Tesla Newswire. Und zwar ein Foto bzw. ein Video aus dem Auto heraus, wo man sieht, wie das Fahrzeug engere Kurven besser nehmen soll. Also ich finde, in dem Video erkennt man es noch nicht so gut, aber es gibt eine Anzeige auf dem Display oben, in der genau das drin steht, dass sozusagen hier die besser genommen werden. Freunde, ganz kurze Unterbrechung. Hier haben wir die Bodenwellen, gleiche Stelle wie bei dem Video zum Koni-Fahrwerk. Wir fahren das mit Koni-Komfort-Fahrwerk. Also Freunde, das ist hier alles wirklich besser, bedeutend weicher als mit dem Originalfahrwerk. Ja, das war jetzt nur mal kurzer Einschub für all diejenigen, die es interessiert. Ich habe ja gesagt, ich mache dieses Koni-Fahrwerk hier nicht nur irgendwie aus reinen Werbezwecken oder sowas da rein. Und ich will euch immer wieder auf dem Laufenden halten. Ich kriege auch kein Geld hier von Ralf und Reber dafür. Sondern das ist einfach nur für euch, damit ihr entscheiden könnt, macht es für euch Sinn oder nicht. Wenn euch das interessiert, genau diese Stelle ist ganz am Anfang meines Koni-Einbauvideos, dann schaut euch das gerne an. Ja, also, wir sollen sozusagen jetzt die Möglichkeit haben, das zeigt diese Einblendung, dass wir engere Kurven mit dem Autopilot fahren können. Und das ist nur für Europa angedacht. Warum nur für Europa? Naja, die USA hat ja Full Self-Driving. Und mit dem Full Self-Driving funktionieren solche Sachen natürlich ohne Probleme. Aber wir in Europa sind eigentlich schon beschränkt darin, dass wenn wir jetzt eine Strecke fahren und auf dieser Strecke haben wir Kurven, dass je nachdem, wie eng die Kurve wird, das Fahrzeug diese Kurve noch gut meistert oder halt ab einem bestimmten Kurvenradius dann eben nicht mehr meistert, beziehungsweise so stark die Geschwindigkeit reduziert, dass er denkt, er kommt da sicher durch und das einfach viel zu langsam ist für das, was man durch diese Kurve fahren könnte. Also es endet darin, dass man mit dem Autopilot, dass man den Autopilot beendet, manuell weiterfährt oder, wie ihr jetzt hier gesehen habt, habe ich jetzt einen Strike bekommen, dafür, dass ich ja das Lenkrad nicht übernommen habe in so einer brenzligen, engen Situation. Ob wir jetzt solche Sachen wie Autobahnauffahrten, also diese Kurven, die so eng sind wie Autobahnauffahrten, das ist ja praktisch eine 90-Grad-Kurve gewesen oder so, ob wir jetzt solche Sachen mit dem neuen Autopilot-Update fahren können im Autopiloten, weiß ich nicht. Ich habe bei mir auf der Einfahrt natürlich noch den zusätzlichen Punkt, dass ich quasi einen vermeintlichen Spurwechsel mache. Also da kommt halt eine andere Spur, die meine Spur kreuzt. Das ist jetzt im Moment noch nicht, sagen wir mal, Bestandteil des Updates, noch nicht angedacht, dass es sowas kann, denn dafür soll ja 2025 ja, Full Self-Driving sozusagen nach Europa kommen. Also sind wir gespannt. Jedenfalls, der Autopilot wird verbessert. Das heißt, wir haben jetzt schon mal eine zweite positive Neuerung. Gibt schon die eine oder andere weitere, wie zum Beispiel Spotify, dass der kostenlose Account da wegfällt, den wir nutzen konnten. Das ist aber keine positive Neuerung. Wir bleiben heute mal bei den positiven Neuerungen. Und zwar, dass wir die Außenspiegel, also die seitlichen Außenspiegel besser bedienen können, dass wir die im Winkel verstellen können und dass wir hoffentlich auch einstellen können, dass, wenn wir einen Rückwärtsgang einlegen, nicht beide Spiegel gleichzeitig diese Bordsteinautomatik haben und nach unten fahren, sondern dass wir vielleicht einstellen können, dass es nur der rechte Spiegel macht, nämlich der, der auch wirklich in der Nähe des Bordsteins ist. Ja, also das wird auf jeden Fall spannend, da bin ich sehr gespannt drauf. Mal kurz zum aktuellen Stand. Momentan hat noch keiner dieses Update bekommen, das heißt nur ein paar Flottenfahrzeuge und da sind wir bei unter 1% der Verteilung. Also das heißt, wir müssen noch warten auf das 2024.38er Update. So, ich rechne damit, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Mitte 20. Oktober, 21. Oktober haben wir jetzt. Ich rechne nicht wirklich damit, dass das im Oktober in die Breite schon ausgeliefert wird.
Meines Erachtens wird es wahrscheinlich eher November werden. Ich bin sehr gespannt. Und wenn es dann November ist, Freunde, dürfen wir auch nicht vergessen, dann kommt ja irgendwann mal, kommen dann die Leaks oder die Spekulationen vielleicht heraus für das Holiday-Update. Da bin ich auch mal gespannt. Also, das soll das nächste sein, was kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall alle drauf. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass dieser Autopilot hier jetzt auch engere Kurven fahren können soll. Ob ihr das gut findet oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, denn ich sage euch mal eins, wahrscheinlich ist es sowieso eine reine Softwaregeschichte. Aber nachdem diese Fahrzeuge ja Full Self-Driving beherrschen, also die können ja in der USA auch Kreisverkehre fahren und so weiter, mit der gleichen Hardware an Bord, ist es also nur eine Frage der Software-Sache, dass man hier in Europa die Software erweitert sozusagen und das uns ermöglicht, dass die Fahrzeuge das auch fahren dürfen, weil können, tun sie es. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt fehlerfrei, ja, auf Allzeit fehlerfrei, 100%, aber grundsätzlich können, tun sie es. Übrigens gibt es da auch noch ein ganz interessantes Video, da haben sie einen Mercedes und ein Tesla Model S, ich glaube eine Mercedes E-Klasse, ein EQS dürfte das sein, nebeneinander die gleiche Strecke fahren lassen und halt mitgefilmt und geschaut, wo man über dieses autonome Fahren mehr Eingriffe benötigt. Und auf die gleiche Strecke hat der Mercedes EQS 44 Eingriffe gebraucht und das Tesla Model S keinen. Also war auch eine ganz interessante Geschichte, ist aus den USA ein Video. Fand ich auch sehr interessant, weil man ja sonst immer denkt, Tesla ist jetzt nicht so optimal und die anderen können das auch oder sogar noch viel besser. Naja, ganz so ist es dann offensichtlich auch nicht. Freunde, mit dieser freudigen Nachricht lasse ich es dann auch schon gut sein. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr wisst Bescheid, werdet Kanalmitglied, gebt hier einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, was ihr von dieser Neuerung haltet, würde mich sehr interessieren. Ja, läutet die Glocke. Dann, wenn ihr einen Tesla kaufen wollt, denkt bitte unbedingt an den Referral-Code. Das ist auf jeden Fall wichtig, damit ihr 1000 Euro bekommt. Wenn ihr meinen nehmen wollt, sehr gerne. Wenn ihr auf das Tesla Model Y Juniper warten wollt, kann ich auch nachvollziehen, dann macht's das. Wir schauen, wie es weitergeht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Freunde. Genießt das Leben, macht es gut. Euer Olli von Big O Electrify. Ciao, ciao und Servus.